Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu den gruseligsten urbanen Legenden aus Tibet. Und Tibet hat zwei Besonderheiten. Erstens ist es heute kein autonomer Staat, sondern gehört zum Großteil zu China, obwohl die Tibetaner mit den Chinesen nicht sonderlich viel gemeinsam haben. Zweitens ist gruselig in Tibet so eine Sache. Wirklich gruselige Legenden haben sie als solche nämlich nicht. Viele Legenden aus Tibet entstanden im Zusammenhang mit dem Buddhismus, haben also viel mit Ausgeglichenheit, Reinheit und der Wiedergeburt zu tun. Ich habe mich bemüht, Legenden herauszusuchen, die zumindest einigermaßen den Gruselfaktor aufrechterhalten können und stelle sie euch in diesem Video vor. Die bis heute überlieferte Legende über die Entstehung Tibets ist an sich nicht gruselig. Wenn man es sich aber mal als Bild vorstellt, dann wirkt sie doch zumindest etwas kurios. Laut dieser Legende war Tibet bis etwa 50.000 vor Christus vom Meer bedeckt. Dieses verschwand eines Tages plötzlich und daraufhin erschienen zwei Wesen. Das eine Wesen war ein männlicher Affe, der heute in Tibet symbolisch für Weisheit und Mitgefühl steht. Das andere Wesen war weiblicher Natur, lässt sich aber nicht zu einem der uns bekannten Wesen zuordnen, zumindest nicht direkt. Im weiteren Sinne kann man das weibliche Wesen als Dämon bezeichnen. Tatsächlich gibt es das Wort Dämonin nicht in Überlieferung, sondern ist eine moderne Schöpfung. Deshalb nehme ich das alte Wort für einen solchen Geist, also Dämon. Der Affe und der Dämon zeugten zusammen 6 Kinder. Diese gelten heute als die Urvorfahren der 6 tibetischen Stämme. Etwa 200 vor Christus tauchte plötzlich im Yalung-Tal ein seltsamer Fremder auf, der offenbar von einem Berg hinabgestiegen war. Tibetische Nomaden wollten sich mit ihm unterhalten, doch er sprach eine seltsame fremde Sprache, die niemand verstehen konnte. Doch offenbar verstand er die Sprache der Nomaden. Denn als er gefragt wurde, wo er herkomme, zeigte er in den Himmel. Die Nomaden gingen davon aus, dass dieser Mann vom Himmel geschickt wurde und erklärten ihn kurzerhand zu ihrem ersten König mit dem Titel Niyatri Zenpo, der König des Nackenthrones. Er und seine 6 Nachfolger galten allesamt als Könige des Himmels. So hieß es, dass sie tagsüber auf der Erde weilten und dort regierten und des Nachts an einem Himmelsseil in den Himmel gingen. Ihre irdische Regierung endete, wenn alle ihre Söhne reiten gelernt hatten, was in Tibet mit etwa 13 Jahren der Fall war. Nachdem ihre Herrschaft endete, verließen sie die Erde und weilten ab dann auf ewig im Himmel. Diese Verbindung zum Himmel endete jedoch mit dem 8. König der Dynastie, Trigum Zenpo. Dieser zertrennte das Himmelsseil versehentlich, als er sich einen Wettkampf mit seinen Untertanen lieferte. Die Dalai Lama, die seit 1578 in Tibet offiziell regieren, sollen übrigens mit diesen Himmelskönigen verwandt sein. In manchen Teilen Tibets vom Blute her, in anderen Teilen rein seelisch. Wer bereits etwas über buddhistische Mysterien gehört oder gelesen hat, dem wird die Legende von Shangri-La sicherlich ein Begriff sein, jenem himmlischen Paradies, in dem Mönche das Urwissen der Menschheit aufbewahren und in dem eine Gesellschaft in Frieden und Freundschaft miteinander lebt. Der gemeine Kritiker würde jetzt vermutlich zu mir sagen, dass ich gar nicht erst damit anfangen soll, weil doch Shangri-La nur eine Erfindung des britischen Schriftstellers James Hilton ist, die er in seinem Roman Lost Horizon erfunden hat. Das mag sein. Doch dann, lieber Kritiker, kennst du nur die halbe Wahrheit. Denn Hilton erfand das Paradies Shangri-La nicht einfach. Er ließ sich inspirieren von einer alten tibetanischen Legende. Und diese handelt von einem mysteriösen Ort namens Shambhala. Kleine Nebeninfo dazu. Shambhala wurde in der Zeichentrickserie Captain Baloo und seine tollkühne Crew auch in einer Folge thematisiert. Dort suchte Baloo das sagenumwobene Pandala, was eine Anspielung auf Shambhala und auf die chinesische Fremdherrschaft in Tibet war.
Shambhala ist ein untergegangenes Königreich, in dem die weisesten buddhistischen Mönche das Wissen der Welt gesammelt und an ihre Jünger weitergegeben haben. Dann verschwand es plötzlich. Doch es verschwand nur aus dieser Welt, existiert aber weiter. Die Legende besagt, dass Shambhala ein in einer anderen Welt verborgenes Paradies ist. Doch auch wenn es sich in einer anderen Welt befindet, ist es das geistige Zentrum unserer Welt, denn dort ist alles verborgene Wissen dieser Welt aufbewahrt. Finden und betreten können wir es erst, wenn die Menschheit bereit dafür ist. Die dort lebenden Mönche sollen über übernatürliche Fähigkeiten verfügen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, in unser Weltgeschehen eingreifen zu können, wenn eine Situation komplett zu eskalieren droht. Die Legende besagt weiter, dass in Shambhala die geistige Erneuerung der Menschheit vorbereitet wird. So soll es noch im 21. Jahrhundert geschehen, dass sich von dort aus das Ideal des friedvollen Menschen in die ganze Welt verbreitet. Der Buddha selbst soll einst die Meister von Shambhala besucht haben. In einer tibetischen Schriftrolle, die in einem Tempel in Kathmandu aufbewahrt wird, lässt sich über Shambhala Folgendes lesen. Als schweigende Wachposten schauen sie mit göttlichem Mitleid von ihren Bollwerken auf die Welt bis zum Ende des dunklen Zeitalters, bis der Tag des Erwachens über alle Nationen hereinbricht. Wenn dem so sein sollte, dann bin ich gespannt, ob wir das noch erleben werden. Und das waren die gruseligsten urbanen Legenden aus Tibet. Wie gesagt, Tibet hat eher weniger gruselige Legenden, die ich vorstellen könnte. Es sind eher sehr schöne Legenden, die aber nicht so ganz in dieses Format passen. Trotzdem gehören sie zu den interessantesten, die ich jemals lesen durfte. Meine Empfehlung an dieser Stelle. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Türkei bzw. dem Osmanischen Reich. Ich muss mal schauen, ob ich die beiden voneinander trenne. Warum, seht ihr dann noch. Ich hoffe, dass euch dieses Video soweit gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer KroneSK, bis zum nächsten Mal.